Ja, und so sieht das aus, wenn man in Frankreich sitzt und Videos schneidet. Ist schön, die Vögel singen. Einfach nett. So, wir sind hier auf dem Parkplatz von Leclerc auf der Insel Oloron. Und da gehen wir jetzt einkaufen, weil die gefallen uns einfach am besten, haben wir festgestellt. Und das ist schon der große. Schauen wir uns jetzt mal an. So, jetzt sind wir hier im Vorbereich. Ist das nicht schön? Das sind Bratwurstschnecken. Boah, schade, dass wir keinen Grill haben. Sonst werden die im Einkaufswagen landen. Boah, sieht das dann von der anderen Seite aus? Sieht aus wie ein Riesenmarkt, ist das hier. Wahnsinn. Tolle Bilder. Die Brücke, die finde ich auch wahnsinnig gelungen, oder? Da? Mhm. Da das vor, der Will, oder wie das heißt, wie gesagt. Ja. Das finde ich auch schön, das Bild, das da. Super. Und das sind die Felder, die siehst du auch auf der Karte. Da findest du, das weißt du, wo die sind. Ich weiß, wo die sind, direkt an dem Pony. Da ist es, das vor. Das sieht ja auch schön aus in der Abenddämmerung, weil da der Leuchtturm. Ja, der Pool unserer derzeitigen Unterkunft. La Transit oder wie heißt? Le Transit. Le Transit, ja. Le Transat. Le Transat, okay. Das Wasser hat schon 28 Grad. Und wir haben den mal. Momentan wieder ganz für uns alleine. Das ist schön. Ja, nochmal meine Frau im Wasser. Mehr nichts im Wasser. So, wir erkunden heute mal die erste Hälfte der Ile de Oloron. Und wir werden wahrscheinlich besuchen, wenn es geht. La Perrotine, dann Plaisance, La Brie-les-Bains, Saint-Denis-de-Lon-Laurent, Chassiron und La Coutinière. Okay, dann starten wir jetzt mal und schauen mal, was wir alles davon wirklich besuchen können. Manchmal geht das eigentlich einfach dann doch der Weg nicht dorthin, obwohl es auf der Karte so aussieht. Genau. Wir schauen mal.
Ja, hier wird noch richtig irgendwas geangelt oder gefischt. Aber heute ist Sonntag, deswegen ist das wahrscheinlich alles still und ruhig hier auf den Booten. Da hinten ist noch ein größerer Hafen, wie es aussieht. Ja, jetzt sind wir in La Perrotine, ist Nachbardörfchen von Bois-d'Vie. Das ist etwas größer und da ist eine kleine Hafenanlage dazwischen. Ja, das gucken wir uns jetzt einfach mal ein bisschen an. Ja, ein bisschen habe ich ja schon was gezeigt. Wie gesagt, es ist Sonntag, deswegen stehen die Schiffe wahrscheinlich auch da. Unter der Woche würde man die wahrscheinlich gar nicht sehen. Okay, dann schauen wir jetzt mal. So, wir sind hier am Ende des Weges angelangt, den man gehen darf. Der Rest ist privat. Hier ist eine Slipanlage. Wir haben Boote ins Wasser gelassen. Da ist auch ein Transporter. Der sieht schon mal aus wie ein bisschen größere Boote. Ja, ansonsten werden wir jetzt den Weg wieder zurückgehen. Ja. Da sieht man, da ist auch eine Schleuse für den kleinen Segelboothafen, der nebendran ist. Schön hier, man merkt, dass Sonntag ist. Ja, schöner Strand. So, wir sind jetzt am Strand. Von Plaisance. Ja, wie ihr gesehen habt, ich habe ja schon aufgenommen, ist ja wieder richtig toll. Der ist auch ausgezeichnet hier mit irgendwie was. Irgendein Abzeichen. Ja. Ja, also ein besonders schöner Strand mit sauberem Wasser und so, ne? Ja, schön. Das Wetter hat sich auch gemacht mittlerweile. Es war heute Morgen ein bisschen frisch. Aber wie man sieht, unsere Jacken sind jetzt im Auto. Ja. Die Sonne putzelt vom Himmel. Es ist warm. Frau fragte mich gerade, weißt du noch, wie es heißt? Und dann weiß ich es ausnahmsweise mal. Port, Le Port du Douet. Ja, auf der rechten Seite der Insel, von der Brücke aus gesehen, wenn man drauf fährt. Richtung Festland gelegen, die ja. Seite. Genau, da sind wir heute jetzt bis jetzt unterwegs, auf dieser Seite. Ja, wird auch vorwiegend auf der Seite erstmal bleiben. Ja.
Wir fahren weiter Richtung Leuchtturm Chassiron, der sich an der Spitze der Insel befindet. Jetzt kann man den Leuchtturm schon sehen. Auch an diesem Leuchtturm sind die Parkplätze weit weg. Dazu ganze Touristenscharen, die busseweise angekarrt werden. Wir beschließen, lieber weiterzufahren und uns ein schönes Plätzchen zum Kaffeetrinken zu suchen, was sich allerdings aufgrund der Touristenströme, die hier vorhanden sind, als gar nicht so einfach erweist. Wir sind jetzt in der Nähe vom Leuchtturm Chassiron. Chassiron. Das ist die Spitze hier von der Insel Oleron. Wir sind jetzt auf der wilden Seite. Ja, die fängt jetzt hier an, man sieht sie auch. Ja. Wie nennt sich das auf Französisch nochmal? Côte Sauvage. Côte Sauvage, sieht man. Und gleich viel mehr Wellen, andere Wellen, starke Wellen hier. Aber schön. Ja, eigentlich sind wir gerade auf der Suche nach einem Platz, weil zum Kaffee trinken. Aber hier ist nur eine einzige Bank, die ist besetzt. Und ansonsten ist das hier steinig und geht steil bergab da vorne. Also sehen Sie Klippen, richtige hier. Ja. Aber trotzdem ist es hier sehr, sehr schön. Wir werden nochmal weiter auf die Suche gehen. Genau, wir werden was finden. Ja, es ist halt ein bisschen schwierig heute, weil Sonntag ist, aber ja. Wir werden was finden. Nee, kommt man nicht runter. Klippen. Ja. Tolle Aussicht. Tolle Luft hier. Da geht's nach Amerika. Ja. Nee, es sieht fantastisch aus. Ja. Gut. Dann fahren wir mal weiter. Ja. Suchen nach einem Platz für zum Kaffee trinken. Da hinten sieht man nochmal den Leuchtturm da im Eck. Den Leuchtturm haben wir uns übrigens geschenkt, dahin zu gehen, weil das da so ein Massenauftritt war heute. Da war das dermaßen voll, das hätte keinen Spaß gemacht. Wir gehen auch davon aus, dass auch im Normaltag mehr los ist am Leuchtturm, weil wenn ich den Parkplatz sehe, der da war, der ist bestimmt für 200 Parkplätze gut. Also ja. Ja, wir waren schon an vielen Leuchttürmen, also da ist normalerweise immer nichts. Weltbewegendes. Da ist nichts Weltbewegendes, ne. Und nicht mal eine gute Aussicht. Wir fahren weiter auf der Suche nach einem schönen Plätzchen zum Kaffee trinken. Wir haben sie gefunden, unsere Bank am Meer, zum Kaffee trinken. Das werden wir jetzt ausgiebig machen. Ich freue mich. Gerade hat meine Frau noch die ganze Zeit genährt, sie will Kaffee. Das erste, was sie macht, ist dann auf. Ja. Da ist schon gefährlich. Ja. Da ist vor wie so eine Abflugstanze. Ja, beim nächsten Sturm. Für dann ein Stück weg sein. Schön weich. Ah! Kalkstein, ja. Ja, das ist richtig schön hier. Mhm.
Unsere Bank am Meer, jetzt steht sie verlassen da. Und wir fahren weiter, immer die Küste entlang. So, wir sind jetzt hier bei Domino, ne? Am Meer wieder. Das Wetter hat sich gehalten, man sieht, die Sonne ist wieder rausgekommen. Das Wasser hat eine fantastische Farbe. Sieht toll aus. Gucken wir uns jetzt mal noch mal ein bisschen näher an. Da ist das nicht ein fantastischer Blick darüber. Da hinten sieht man auch noch mal den Leuchtturm. Man hat heute, glaube ich, schon ein bisschen wieder genug Strände gesehen. Ja, ich habe genug Strände gesehen. Nach dem Urlaub kann ich keinen Strand mehr sehen. Schön ist das. Man sieht, dass der Strand ist ganz gut bevölkert. Merkt man, dass heute Sonntag ist. Aber ich glaube, hier sind ganz schön Algen im Wasser. Hm? Zwischendrin sieht das so schon aus. Ja. Ich hätte es nicht gewartet. Zwischendrin sieht das so total dunkel aus. Ist das da? Ja. Das Blut hat es jetzt schon erreicht. Ja. Das ist ein Fehlstand. Und ich aufnehme den schönen Weg. Weiter geht es entlang der Küste. Wir sind gespannt, was wir noch entdecken können. So, wir sind hier euch gerade gegen die Sonne. Wir sind hier am Hafen von Cotinière, stimmt das so? La Cotinière. La Cotinière, ja. Okay. Die restlichen Strände, die hier noch zwischenlagen, die haben wir uns jetzt mal geschenkt. Das wären noch einige gewesen, aber irgendwie sind die ähnlich dann doch während der Zeit. Ne? Ein paar hat man auch schon gesehen, ganz am Anfang. Und gedacht, jetzt schauen wir noch mal einen Hafen an, zur Abwechslung. Ne? Ja, damit es nicht ganz so einseitig wird. Ja, und es ist ein ganz nettes Örtchen, wie das aussieht hier. Sieht ganz nett aus. Ja. Wie man sieht, haben wir heute auch mal Glück gehabt und es ist Flut, nicht immer was Ebbe. Oh, der Hund, der hat schon Spaß zu haben. Mit den Bildern aus diesem lebhaften Ferienörtchen verabschieden wir uns für heute von euch. Im nächsten Video stellen wir euch den Süden der Insel vor. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Und hoffen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss, lasst es euch gut gehen.